So, und damit ein Heyho und herzlich willkommen hier zurück zu Final Fantasy X in der HD Remastered Version. Ja, in der letzten Folge haben wir die Spiro-Masse besiegt und den Spirit von Jack gefunden, den ersten. Jacks Spiroids. Über ganz Spira sind Spiroiden verteilt, die Jacks Aufnahmen von vor 10 Jahren beinhalten. Jetzt, da die Spiro-Masse besiegt ist, wurden all diese Spiroiden entsiegelt. Also jetzt können wir die finden in dem Sinne. Auron hat die Ekstase Holosiderit erlernt. Genau, Holosiderit. Also erstmal machen wir natürlich hier kurz... Nein. Bewegen. Einmal kurz die ganzen Punkte verteilen. Ne? Zack. Ich meine mal, klar hätte ich das jetzt auch offscreen machen können, aber... Meh. Die Verteilung der Punkte meine ich jetzt. Ne? Aber ihr sollt ja auch davon was haben. So. Und auch sehen, wie sich der Charakter nach und nach ein bisschen verstärkt, der jeweilige. So. Kimari geht dann nach da hinten zurück. Ich finde es geil, dass, wenn man einen Weg zurückgeht, es weniger Punkte kostet, als wenn man einen noch nicht gegangenen Weg hingeht. Nein! Da sollte Rico schon hin. So. Weil, das wäre ja ein bisschen gemein. Ne? So. Waka kann auch nochmal ab in die goldene Mitte. So. Alles klar. Was ich sagen wollte... Ne, Ekstase. Auron hat nämlich jetzt... Vorher hatte er ja immer Seisma. Und jetzt hat er dieses Holosidieren, was dementsprechend natürlich nur eine Dings ist. So. Ne, ein Gegner trifft statt alle. Das ist ein sehr schöner Ort hier, muss ich sagen. Ne? Jetzt muss ich mal gucken, ob hier noch was lag. Ja, Auron will gleich mit uns reden. Nee, lag nichts. Wait. Hey. Ja? Jack loved you. Oh, come on, please. He just didn't know how to express it, he said. Enough about my old man, okay? I just thought you should know. Okay. Thanks. Ja, diese Story zwischen Tidus, also uns, und unserem Vater, also Jack, ist sehr interessant, weil, ne, wir hassen ihn, weil in der Hinsicht ja, wenn er da war, die, Dings, unsere Mutter ja, mehr die Aufmerksamkeit auf Jack gelegt haben, hat als auf uns als Kind. Und dementsprechend war das natürlich dann ein bisschen meh, ne? So, ich speichere nochmal schnell. Safety first und so. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, hier war das noch gar nicht mit dem schönen Moment. Ich glaube, das kam erst später. So, da ist auf jeden Fall das nächste Buch. Lexikon 16. Und natürlich auch Monster. Jetzt kommen wir nämlich in das Gebiet, wo die ganzen netten Eismonster kommen. Waka. Hol erstmal den da unter.
Statt Auron nehmen wir uns. Und ich hoffe mal, dass das jetzt... Ja, genau. Also, auch wenn es aussieht, als würde das Schwert aus Wasser sein, macht es tatsächlich keinen Wasserschaden. Und Feuerra. Weil jetzt kommen wir in ein Gebiet, wo wir viele Eismonster haben. Beziehungsweise der Wald war ja auch schon Eismonstergebiet. Ne? Der Wald und hier jetzt das Gebiet, ne, sind Eis. Ich bin treuer Orca-Kinder. hier. Zeig mal deine Ausrüstung. Hat er wieder was Neues oder? Na, ein bisschen. Oh, der Soldatenarm, der gefällt mir. Tatsächlich, weil da mehr HP drin ist. HP ist immer gut. So. Und. Hi there. Would you look at this? They always leave me behind. Oh, you want me to scratch you? There. Good boy. How'd you know what it wanted? I've always been able to tell how chocobos feel. Maybe I'd make a better chocobo breeder than chocobo knight, huh? Hey, what job do you see me doing? Chocobo Pfleger. Yeah, I think so too. You know, I might just give it a try. Stoves? Should I resign my... Er steht da ein bisschen im Weg. Ich komme da nicht an die Truhe dran. Das natürlich richtig doof macht. Aber okay. Wir gehen erstmal hier rein. Hier haben wir... Genau, den Kombinierer. Wir machen das einfach mal. Zack. Nein, okay. Nein, komm. Ist ja eh die gleiche, ne? So, hier sind wir nämlich. Ausruhen, Items, Items kaufen. Was habt ihr denn an Items noch hier? Ah, nichts, nichts Neues, okay. Ja. I've heard Lady Yuna is to wed Maester Seymour. It is great news. I'd like to congratulate her. But it is... I'd hoped Lady Yuna would defeat Sin. Yuna's still gonna journey, even after she's married. Ah, that is also great news. Her resolve is admirable. Can we go now? I'm tired of waiting. Genau, schnell, schnell, lass uns weiter. Yuna's really quiet. Seriously, a wedding's not supposed to make people feel this bad, huh? Come on, don't say that. I say what I want, ever since I was a kid. Oh, so you're an adult now? You know it. Owen? Anything can happen. Make sure you're prepared. Right? Kimari? Not far. Why stop here? Weil wir es können. Yuna? Don't forget to smile, remember? Oh, you're right. I'll try and remember. Oh. So, ich speichere nochmal. Weil, wie gesagt, es kommt jetzt noch ein bisschen vor auf uns zu und das ist, kann echt nervig werden. Deswegen gehen wir jetzt weiter. So. Lady Yuna, we've been expecting you. We were surprised you decided to come so soon. Pleasantly surprised, of course. Lord Seymour sends his apologies for having left without notice. It's quite all right.
I have one question, if I may, sir. Milady? I want to keep journeying, even if I marry. Do you think that Maester Seymour would let me? But of course, my lady. Lord Seymour wishes nothing else, I'm sure. Goodbye. Alles klar. Well, we must follow Guado tradition. I'll have to ask you to wait here a little. I'll send someone to escort you. Alles klar, die lassen uns. We're all with you. Do as you will. Thank you. Sorry. That was your line. Yuna! Yes, sir! Das heißt, pfeif, wenn du in Schwierigkeiten bist, ne? Ja, und da kommt nämlich der nächste Kampf. Die Albert wollen Yuna haben. Zack. Stand back. Thank you. Lady Yuna. Nur Yuna will nicht. Oh Gott. Rico! Tu den Tan, a un wicked dreck! Alles klar! Minigun! Win Bunal wick magic, you day on your came at! Oh no! Translation? Can you use an anti-magic field on us? God bless! Ja. Und da haben wir auch ein bisschen die Erklärung bekommen. Und zwar, diese Viech, ne, hier, da, die AP, AB Siegeleinheit versiegelt Zauber und Beschwörungen. Genau. Und die müssen wir erstmal knacken, ne? 16.000 hat das und 10.000 das, 1.000 das. So, erstmal wechseln wir zu Rico. Rico kann nämlich das Vieh ein bisschen beklauen. Waka kümmert sich grundsätzlich um das Viech da oben, weil, ne, natürlich, das Gute ist, ich kann durch Beten halt auch heilen. Das ist ein bisschen hilfreich. Allerdings, ne? Hier haben wir nämlich auch noch die Elektrokugeln. Die Zing Waka Yuna. Rico. Blitzkugel. Zack. Und die nächste Blitzkugel. Deswegen sollte man eigentlich mit Rico in der Dings auch viel hier viel Elektrokugeln. So. Viele Elektro Dings machen. So. Jetzt setze ich witzigerweise von Lulu die Blitz Wut ein. Zack, 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 zack. So.
3 Runden bis zum Magiestrahl. Ach ja, das Ding war ja auch noch. Gottes Willen. Stimmt, das Ding gab es ja auch noch. Owen? Zwei Runden bis zum Magiestrahl. Wie war das? Analysier mal. Kick Mary. Einmal kurz. Okay. Hohe Abwehrkraft. Stromanfällig. Wendet Dauerfeuer an. Ohne Siegeleinheit beginnt der Magiestrahl-Counter. Und Angriffe in der Zeit werden stets gekontert. Siegeleinheit erscheint nach 4 erlittenen Zauberangriffen. Okay. Ich zeig euch mal das Holy mal die neue Dings-Attacke von Auron. Blitzra. Zack. Gemeine ist halt. Ixion. Ist, glaube ich, hilfreich, wenn ich Ixion schnell rufe. Und Mjölnir. Ist ein strombasierte Attacke, deswegen ist das halt geil. Batz vernichtet. Also bei dem muss man viel mit Strom arbeiten. Und das Gute ist, das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich tatsächlich den Gegner geschafft habe, ohne dass ich eine Magiekanone abgekriegt habe. Oh, Dopingkönig. Ein Ball, dann noch eine Potion, zwei Elixiere, voll viel Kohle. Riku! Ich bin dann wieder dran! Aistra Guardian of Yuna, Wika? Yuna Kwa! Fafem Kindran! Krak Kwa! Tudrek je Moha, Kegden! I told him I was a guardian. Well, guess I had to, really. How come you speak out bed? Why? Because I'm out bed. And that was my brother. You knew? Why didn't you tell me? We knew you'd be upset. This is great. I can't believe I've been traveling with an out bed, a heathen. You're wrong. We have nothing against Yevon. But you outbed used the forbidden machina. You know what that means? Sin was born because people use machina. You got proof? Show me proof. It's in Yevon's teaching. Well, not that you know. That's not good enough. Yevon says this, Yevon says that. Can't you think for yourself? Well, then you tell me. Where did Sin come from, huh? I don't know. Hm.
You badmouth Yevon, and that's all you can come up with. But that doesn't mean you should do whatever they say without thinking. Nothing will ever change that way. Nothing has to change. You want Sin to keep coming back? There might be a way to stop it, you know. Sin will be gone once we atone for our past mistakes. When? How? If we keep faith in Yevon's teachings, it will be gone one day. Why do I even bother? Riku. Hmm? Will this move? Yes! We're not using that, are we? Wait. Sir Aron isn't out there too, is he? Come on, Waka. What? I mean, getting angry just because you found out Riku's an Albed. You guys got along fine till now, didn't you? That's different. I mean... Well, I don't claim to know that much about Spira. And I probably know even less about the Albed, but... I know Riku's a good person. She's just Riku. Lu? Just think of this as an opportunity to learn more about the Albed. Ha! Let him go. Give him time to think. Sorry. You've done nothing to apologize for. All right, let's ride! You sure you know how to drive this? Ja, ob er es steuern kann, sehen wir aber erst in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet in der nächsten Folge auch wieder ein, wenn wir uns dann auf den Weg zum Makalania-Tempel machen und mal schauen, was mit Yuna ist zum Beispiel. Die ist ja vorgegangen mit diesem Tavel oder wie der Typ da heißt. Ja, mal schauen, ne? Also, dementsprechend würde ich sagen, tschüss, ciao, euer Lovers Kisan. Thank you.